Party, Knödel und Bier. Typisch tschechisch, oder? Aber das ist längst nicht alles. Hier sind 5 Dinge, ohne die bei den Tschechen gar nichts geht. Staněk und seine Freundin Hanka zeigen sie uns. Hallo, kommt rein. Ahoi. Sind wir da? Wir treffen die beiden Prager in ihrer Stadtwohnung. Hier leben wir mit unseren 4 Kindern. 2 aus meiner Produktion und 2 aus ihrer Produktion. Und 2 Katzen. Und sie müssen alle versorgt werden. Deshalb steht der große Wocheneinkauf an. Und zwar wie immer am Sonntag. Geht hier tatsächlich. Bei uns ist am Sonntag alles offen. Das ist praktisch und wir kaufen dann für die ganze Woche ein. Anders als bei uns gibt es in Tschechien kein Ladenschlussgesetz. Auf der Shoppingliste der beiden steht auch unser Ding Nummer 1, eine braune Brühe namens Kofola. Ich habe es schon als Kind getrunken. Jeder kennt es. Kofola ist das tschechische Nationalgetränk und war lange Zeit der Coca-Cola-Ersatz Osteuropas. Der Naturforscher Zdeněk Blazek erfindet 1959 die magische Formel für den Sirup namens Kofo. Aus 14 Kräuter- und Fruchtsubstanzen sowie Koffein besteht das Rezept für Tschechiens Kräutercola, die bis heute immer noch so gebraut wird. Mit der Wende scheinen die Tage von Kofola gezählt. Doch dann rettet ein Grieche das tschechoslowakische Kultgetränk. Kostas Samaras kauft den Staatsbetrieb und gründet 1993 die Firma Kofola. Abgesehen von Kofola ist Bier typisch tschechisch. Tschechien gilt als echte Biernation. Nirgendwo auf der Welt wird mehr Bier getrunken als bei unseren Nachbarn. Ganze 1500 Brauereien gibt es hierzulande. Zu Hause bereitet Hanka das wohl typischste tschechische Sonntagsgericht vor. Knödel nach Prager Art. Heißt Hefe, Eier, Milch und Mehl vermengen. Die genaue Familienrezeptur, der Knedliki, bekommt man hier quasi in die Wege gelegt. Knödel sind wirklich eine typisch tschechische Sache. Meine Mama hat sie immer für mich gemacht, als ich klein war. Tschechien ist, genau wie Deutschland, ein Knödelland. Aber es gibt dabei entscheidende Unterschiede. Für ihre Knödel nutzt Hanka zum Beispiel kein feines, sondern grobes Mehl. So lässt sich der Knödel später nach dem Kochen besser schneiden. 20 Minuten ins heiße Wasser damit, dann ist der Riesenknödel fertig. Ja, der ist jetzt fertig. Nicht ganz, denn jetzt kommt Ding Nummer 2. Nein, das ist kein zu groß geratener Eierschneider, das ist ein spezieller Knödelschneider. Viele Tschechen nutzen ihn. Man macht den Knödelschneider auf, legt den Knödel rein und fertig. Früher hat meine Mama Bindfaden benutzt. Das war sehr kompliziert. Jetzt nehmen wir das hier. Dazu gibt's Fleisch in deftiger Soße. Den Energieschub brauchen die beiden auch. Zdeňku, essen! Natürlich am liebsten mit Kofola und Bier. Erstmal schmecken lassen. Guten Appetit. Nach dem Essen packen Hanka und Zdeněk ihre Rucksäcke. Wirkt ziemlich routiniert. Kein Wunder, denn die Tschechen sind ein passioniertes Wandervolk. Doch zuvor gehen die beiden noch mal kurz online und landen bei Krasti. Das dritte Ding, ohne das die Tschechen nicht leben können, Krasti, der Internethund. Aber warum? Ganz einfach. Der Hund ist das Maskottchen des tschechischen Online-Giganten Seznam. Viele nutzen die Karten von Seznam. Daher die große Bekanntheit von Krasti. Es gibt ihn sogar in echt, denn er ist das Schoßhündchen des Firmengründers. In Tschechien ist er bekannt wie ein bunter Hund. Und was genau ist Seznam? Der Internetkonzern ist das tschechische Pendant zu Google und Amazon. Die beiden US-Konzerne haben in Tschechien wenig zu melden. Damit können die Tschechen einkaufen, Immobilien suchen, Autos mieten und Serien streamen. Hanka und Zdeněk nutzen Mappi.
das Routensystem von Cessnam, um Staus zu checken und die exakte Wanderroute zu suchen. Denn MAPI ist hier viel genauer als der US-Konkurrent. MAPI hat einige Vorteile gegenüber Maps. Zum Beispiel noch mehr Verkehrsmittel wie Skier und Boote. Mit dem Boot geht es heute zwar nicht über die Moldau, aber dafür mit dem Auto raus aus Prag. Als wir dann zu Fuß weiter wollen, fällt uns das vierte Ding auf, ohne dass die Tschechen nicht leben können oder besser dürfen. Es geht um diese kleinen unscheinbaren Dinger. Reflektoren, die sind Gesetz. Wir tragen sie, weil man sonst Strafe zahlen muss. Und weil die Tschechen ein sparsames Volk sind, tragen wir sie natürlich. Bis zu 90 Euro Bußgeld stehen ohne Reflektoren an. Die Vorschrift gilt bei Dunkelheit, Regen, Nebel und überall da, wo es keinen Bürgersteig und keine Straßenbeleuchtung gibt, also auch beim Wandern. Und noch eine Leidenschaft der Tschechen? Pilze. Um die 10 Kilo sammelt jeder Haushalt pro Jahr. Auch das ist weltmeisterlich. Ich suche gern Pilze, aber ich finde meist keine. Und wenn ich welche finde, erkenne ich sie nicht. Hanka braucht das nicht. Aber ich habe dafür eine App. Den Pilz einfach einscannen? Schon ist klar. Der ist giftig. Aber da drüben ist ein Speisepilz. Hanka hat mehr Ahnung und auch mehr Glück. Sie findet einen Steinpilz. Mit dieser fetten Beute geht es ab zu Ding Nummer 5, dem Wochenendhaus. Das Besondere, die Tschechen haben keine kleine Laube zusätzlich, sondern gleich ein ganzes Haus. Ein Zweithaus im Grünen, sozusagen. Vor der Wende gab es ein ungeschriebenes Gesetz zwischen der Bevölkerung und dem Regime. Am Wochenende hat die Bevölkerung ihre Ruhe. Das Regime lässt die Leute in Ruhe. Wir durften auch nicht viel reisen. Aber wir hatten diese Häuser. Und auch die sind auf Weltrekordkurs. Nach den Schweden haben die Tschechen nämlich die meisten Wochenendhäuser der Welt. Über eine 250.000 Hütten verteilt sich aufs ganze Land. Tendenz steigend. Na dann, gute Erholung.